Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Wenn ich richtig informiert bin, einmal, ich muss mal hier auf den Kalender gucken, damit ich weiß, wann ich den Kram hier veröffentliche, den ich heute aufnehme. Das ist jetzt hier Samstag. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an diesem wunderschönen Samstag. Ich verstehe nicht, wie Leute immer vorproduzieren, ohne zwischendurch das Datum oder irgendwie so einen zeitlichen... wie sagt man, so einen zeitlichen, zeitliche Referenzen mit einzubauen. Ist extrem schwierig vorzuproduzieren, weil irgendwie will ich immer sagen, ja, gestern bin ich ja dit und dit gefahren, aber das kommt für euch irgendwie jetzt am Dienstag. Worauf ich hinaus will, erzähle ich euch gleich. Ja, vorproduzieren ist irgendwie ja nicht so einfach. Muss aber sein, Freunde, muss aber sein. Wer Geschlechtsverkehr haben möchte, muss freundlich sein oder wie dieser Spruch heißt. Ja, man muss halt einfach ein bisschen vorproduzieren. Gerade wenn man am Wochenende nicht arbeiten will und aber trotzdem Videos veröffentlichen, muss man einfach vorproduzieren. Meine lieben Freunde, heute fahren wir das großartige R-Faktor 2 auf Watkins Glen, so wie letztens in ACC und so wie nächste Woche in R-Faktor 2. Und wir nehmen natürlich ein GT3-Fahrzeug, damit wir auch einen kleinen Vergleich haben. Los geht's! Herr Löblich, hör mir den Blödsinn. Ja, und damit hallihallo, ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Runde Herr Löblich am Steuer, heute mit dem großartigen DMR-Faktor, dem 2 und dem Aston Martin Vantage GT3. Auf Watkins Glen 1.15. Ich glaube, es ist eine Modstrecke, wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist auf jeden Fall mal ein guter Vergleich zum ACC Challenger Pack Video auf Watkins Glen, was wir letztens gefahren sind. Und zum kommenden Dienstag R-Faktor 2 Bentley Continental GT3 ebenfalls auf Watkins Glen. Habe ich jetzt gesagt, R-Faktor, Dienstag Race Room, ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Also, Dienstag Race Room, Bentley Continental GT3, Watkins. Ich würde sagen, der Mike hat gerade was gespendet. Danke Mike. Wie wir gerade festgestellt haben, habe ich neue Soundeffekte für Spenden und ja, mein Trommelfell hat sich gerade verabschiedet. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Also, heute Vergleichsvideo GT3, Aston Martin Vantage in diesem Fall, Watkins Glen, letztens ACC, GT3 und diverse andere, Watkins Glen Challenger Pack, nächste Woche Dienstag, Race Room, Watkins Glen, Bentley Continental GT3. Und genau, jetzt, wie gesagt, kann sein, dass das hier eine Modstrecke ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es einfach mal fahren. Was ich vergessen habe, ist, meinen Schwanz für euch ins Bild zu halten und zu sagen, liken, abonnieren, kommentieren. Und wer Bock hat auf ein Fax von mir, wenn ich live bin oder ein neues Video veröffentliche, der drückt mir schön die Glocken. Und ansonsten könnt ihr mich auch unterstützen. Hier, support your local Herr Löblich, wer Bock hat mich zu unterstützen, wird Analmitglied und sieht die Videos früher oder ist live bei den Aufnahmen dabei. Und der Mike ist gerade ob des Geräuschs der Spende fast vom Sofa gefallen. Finde ich schon mal sehr geil, das war das Ziel. Der ganze Raum hat vibriert. Es ist übrigens ein Schiffshorn aus Hamburg, was wir da gerade gehört haben bei der PayPal-Spende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und genau, hier Kanalmitglieder sehen es früher ab Level 2 oder sind live bei der Aufnahme dabei ab Level 3. Und ansonsten gibt es noch einen PayPal-Spenden-Link. Wer spendet, erscheint da. Wer abonniert, erscheint da. Und wer das Ganze live während des Videos, während der Aufnahme macht, habt ihr gerade mitbekommen. Das macht hier drüben oder andere lustige Geräusche, die ihr noch rausfinden müsst. Ja, es unterscheiden sich Abos, Mitgliedschaften, Superchats oder PayPal-Spenden im Geräusch voneinander. Da unten stehen die Top-Tipper. Und los geht's. Ich würde sagen, wir starten die Session nochmal neu. Nö, starten wir nicht nochmal neu. Wir haben hier direkt volle Lotte. So. Wie ging der Motor an? Das ist die Zündung. Das ist der Motor.
da geht noch was. Da kann man hier fast volle Hütte machen. Wo muss ich denn hier, wie fahre ich denn hier, wie bin ich jetzt? Das ist ja eine sehr interessante Boxengasse. Freunde, das Geräusch vom Aston Martin gefällt mir schon mal sehr gut. Okay, also interessant, dass die Boxenausfahrt schon mal komplett anders aussieht. Es kann durchaus sein, dass das hier keine offizielle, sondern eine Modstrecke ist. Sicher bin ich mir nicht. Sieht jetzt auf jeden Fall erstmal ähnlich aus. Na komm, Digga, fahr vorbei. Traut er sich nicht. Nicht gesehen, entschuldigen Sie bitte. Also ganz ehrlich, das nimmt sich alles nicht so viel. Force Feedback ist hier ähnlicher zu ACC, muss ich sagen. Werdet ihr noch sehen, in Race Room ist das Force Feedback in den GT3 Fahrzeugen merkbar anders. Oh. Und man sollte auf jeden Fall mit der Kiste nicht auf den Curb kommen. Dass ich den eingefangen gekriegt habe, ist auf jeden Fall schon mal ja nicht so schlecht. Ist immer ein gutes Zeichen für die Fahrphysik. Weil ich bin immer der Meinung, je realistischer, desto besser kann ich das Fahrzeug kontrollieren. Also wenn das hier eine Mod sein sollte, kommt das sehr, sehr dicht dran an die Originalstrecken ACC und Race Room. Sieht sehr, sehr krass wie in Race Room aus, muss ich sagen. Auch mit den Apexes, also mit den Kurvenscheitelpunkten, die dir durch breitere rot-gelbe Curbs angezeigt werden. Ja, und der möchte aus der Kurve raus nicht so gerne aufs Gas. Das ist wieder sehr, sehr interessant, wie in ACC. Hat natürlich auch wieder was mit der Traktionskontrolle zu tun, wie die eingestellt ist. Also in Race Room ist der Hobel mit dem Arsch nicht so aus der Kurve rausgekommen. Wie gesagt, ist natürlich alles auch eine Frage der Traktionskontrolle. Interessanterweise fährt sich R-Faktor wesentlich mehr wie ein ACC als wie Race Room. Sollte das hier eine Modstrecke sein, ist das eine sehr, sehr gute Mod.
jetzt, ne? Da ist der Körb so ein bisschen breiter, dass du siehst, wo du hinfahren musst. Geil. Es ist wirklich spannend, wie ähnlich sich ACC und R-Faktor 2 sind. Von der Fahrphysik und auch vom Force-Feedback her. Sehr interessant. Ich glaube, du kannst von ACC eher auf RF2 umsteigen als von R3E. Ich dachte mir, ich werfe einfach mal so ein paar Buchstaben in den Raum. Allerdings sind die Gegner hier mit den GT3-Fahrzeugen doch bedeutend schneller. Als ich, also zumindest gefühlt. Ich bin in ACC mit dem GT3 eine 1,52 gefahren. Wenn ich richtig gehört habe, fahre ich hier gerade eine 1,50. Ich liebe das, wenn die Autos so leicht aggressiv sind. Auf der Bremse und auch in der Kurve, ne? Wenn das einfach, wenn da so ein bisschen was passiert. Ja, oder wenn du den zum Beispiel so aus der Kurve rausholen kannst, aber kontrolliert. Schön dosiert auf dem Gas. Sind hier irgendwo eine Rundenzeit? Nee. Curbs mag er ja nicht. Ja, also, das ist absolut geil. Watkins Glen mausert sich gerade zu einer meiner Lieblingsstrecken. Ich liebgewinne immer mehr GT3-Fahrzeuge. Konnte ich früher nie wirklich, dachte ich immer, nee. Aber mittlerweile fahre ich wirklich sehr, sehr gerne GT3. Der Mike sagt, in R-Faktor spürt man etwas mehr in ACC. Ja, ich muss sagen, also ich hab mir gefällt in ACC das Force Feedback und das Fahrzeugverhalten einfach unglaublich gut. Aber ich finde, so allzu viel nehmen die sich jetzt nicht. Was ich finde ist, du kannst hier in R-Faktor, zum Beispiel jetzt bei so einem Crash, man kann das Auto sehr, sehr gut kontrollieren, sehr, sehr gut wieder einfangen. Den mal durch. Also wir fahren hier eine 1,49,627. Wir gucken mal kurz auf die Liste. Ich bin 21. damit.
Mit einer 1,49 bin ich 21. Das ist ganz schön heftig. Und die anderen fahren witzigerweise auch nur, naja, eine 1,48,9 fährt er. Ich würde vielleicht die KI-Stärke entweder ein bisschen runterstellen oder ein bisschen schneller fahren. Hm, ist eine gute Frage. Wir gucken mal kurz rein, was ich eingestellt habe für eine KI-Stärke. Also es ist auch ein krasser Unterschied, wie sich die KI hier unterscheidet von Serie zu Serie. Wir gucken mal, was haben wir denn hier eingestellt? AI Strength 95. Wir stellen die mal runter auf 93. Machen wir die Aggressivität ein bisschen runter und dann starten wir mal das Rennen nochmal. Ich wollte eigentlich ein Rennen starten. Na komm, wir fahren mal kurz nochmal eine Testrunde. Interessanterweise eine komplett andere Boxenausfahrt, also weil du fährst ja im Endeffekt richtig aus der Boxbox raus. Also du fährst ja sozusagen aus der Werkstatt raus, überhaupt erstmal in die Boxengasse. Das finde ich schon wieder ein bisschen geiler. Hier in R-Faktor. Wie gesagt, von der Fahrphysik bin ich der Meinung, nehmen die sich jetzt alle nicht wirklich viel. Raceroom hat sich doch ein bisschen leichter gefahren. Aber es kann auch wirklich sein, dass da einfach von Hause aus eine etwas andere... Komm, wir fahren gleich rein. Kann sein, dass da von Hause aus eine etwas andere... Traktionskontrolle eingestellt ist. So, wir machen das Rennen mal an. Dann gehen wir hier mal, gucken wir mal aufs Rennen. Wir fahren 7 Uhr morgens los. Wir fahren stehend los. Grid Position ist letzter. 15 Minuten fahren wir. Das lassen wir alles so. Was wir mal machen können ist, wir können ja mal hier, so richtig schön bewölkt einstellen. Dann verändert sich das Wetter so ein bisschen während des Rennens. Das finde ich irgendwie ganz nett. Und dann würde ich sagen, starten wir mal los. Ach so, warte mal. Ist hier irgendwo Select Car, Select Truck? Steht hier irgendwo was zu den Gegnern? Was das für eine, was die für eine Select Car? Gibt es hier irgendwo AI? Open End Drivers, Open End Filter. Wir fahren natürlich hier gegen... Kann man hier nicht einfach sagen, mach mal GT3? Einfach GT3? Ja, hier. Geil. So, dann nehmen wir den da raus. Und dann sucht er sich hier aus den ganzen GT3s. Der Gegner raus, ne? Nee, der Gegner. Wunderbar. Genau, man fährt, danke Mike, danke, dass du mich nochmal, ja, der Mike sagt natürlich aus dem Fahrerlager. Übrigens, wer sich wundert, warum da jemand im Livestream ist, Kanalmitglieder Level 3 sind halt bei jeder Aufnahme live dabei, das ist Montag bis Freitag in der Regel irgendwann so Mittag oder am frühen Nachmittag, das ist sozusagen das, was die Kanalmitglieder 3 für ihre Kanalmitglieder... Alter, ich kann heute nicht sprechen, was ist denn los? Das ist nicht, was die Kanalmitglieder Level 3 für ihre Kohle bekommen, ne? Die können live bei der Aufnahme dabei sein. Manchmal können sie sich auch die Fahrzeuge raussuchen, manchmal können sie sich auch die Strecke raussuchen. Und in der Regel ist so eine Aufnahme... Also jetzt ist es in dem Fall so, heute ist Mittwoch und diese Folge hier kommt raus Samstagmorgen. Wir nehmen danach aber noch eine zweite Folge auf. Die kommt dann nächste Woche Mittwoch raus. Also ihr seht sozusagen als Kanalmitglieder Level 3 die Videos teilweise schon eine Woche vorher. Nice. Wenn ihr Kanalmitglieder Level 2 seid, seht ihr die Videos naja, in der Regel so zwischen, ich sag mal zwischen 8 und 24 Stunden vorher. Kommt ein bisschen drauf an. Also 24 meistens nicht. Meistens sind es so 12 oder 8 Stunden. Also entweder ich veröffentliche das morgens 18 Uhr, manchmal aber auch mitten in der Nacht. Kommt ein bisschen drauf an. Und dann vergesse ich es für alle anderen zu veröffentlichen. So, wir machen Drive. Ich mach mal einen Youngerin. Ich fang mal nochmal an. Wäre richtig, richtig geil. Yeah.
der Kupplung alle ein bisschen nervöser, ein bisschen. Okay, Freunde, wir fangen einfach nochmal an. Oh, herrlich. Okay, der will auf der Kupplung losgefahren werden. So, Löbi, vorsichtig. Wir lassen sich das Feld erstmal so ein bisschen auseinanderziehen. Überholen kommt dann später. Interessant. Ich mag es ja, wenn KI Fehler macht. Das wirkt einfach realistisch. Und dass das hier bei so einem Rennen alles irgendwie perfekt glatt läuft, ist halt doch eher unrealistisch. Kontrolle auf 5, ich habe keine Ahnung, wo sie vorher stand. Ich habe sie jetzt einfach mal auf 5 gestellt. Ja, auf 5 gefällt mir das ganz gut, muss ich sagen. Gar nicht so sicher, wie schlau das war, jetzt die Gegner-KI runterzustellen. Aber wir probieren das einfach mal ein bisschen aus. Okay, also hier die Stelle mögen sie offensichtlich nicht so gerne. Interessanterweise ist mir das auch schon in anderen Simulationen aufgefallen. Den sogenannten Schuh können sie nicht leiden in Watkins Glen. Okay, Traktionskontrolle 5, sehr geil. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich würde so ja mal so auf 4 gehen. Mal gucken. Ein bisschen wenig. Ah, ich glaube, wenn du hier den Apex richtig gut triffst, kannst du voll rum. Kontrolle 5, geil. Hard Force Feedback in R-Faktor 2 ist schon sehr geil.
die Stelle. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass die Gegner da vorne jetzt so viel Vorsprung haben. Oh ja, Traktionskontrolle 5. Sehr fein. Es müsste so eine Mischung sein aus 4 und 5. Ist mir fast ein bisschen. Wir machen mal wieder 4. Oh, wir saugen uns gut ran. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, die KI auf 93 runterzustellen. Ihr könnt mir vorstellen, dass sie mir auf 95 weggefahren wären. Aber es soll ja hier auch ein bisschen was für das Auge sein. Und interessanterweise kann ich die Strecke wirklich genauso fahren. Selbe Lenkpunkte, selbe Bremspunkte wie in ACC. Und auch in Race Room. Mike sagt gerade, sah schon sehr geil aus, wie der Bentley den weggeschmissen hat. Ja. Sehr menschlich sah das aus. Und ich finde, das ist was, das macht R-Faktor 2 von allen Simulationen, die ich kenne, am besten. Eine sehr menschlich wirkende KI. Kontrolle 4 ist geil, ist genau, man muss schon vorsichtig sein auf dem Gas, aber man verliert ihn nicht sofort. Ja. Geil. Also ACC und R-Faktor 2 nehmen sich echt nicht so viel. Sehr, sehr ähnlich. War sehr mutig, vor allem ohne Crew Chief. Vor uns haben wir die Corvette und einen anderen Aston. Oder ist es ein AMG? Ich kann es nicht erkennen. Dort ist ein Aston. Nee, das ist ein AMG. Geil! Wie die sich betteln, geil! Mir fehlt der Crew Chief. Okay, jetzt fahren wir schon mal nach 1:48.457. Jetzt sind wir mit den Gegnern quasi gleich auf, wir 95%.
ordentlichen Schubser gegeben. Aber trotzdem schön, wie man den noch eingefangen gekriegt hat. Interessantes Fahrverhalten der KI wirkt unglaublich menschlich. Gefällt mir sehr gut. Ah, hier kannst du fast voll durch. Wie der mit dem Heck schön eindreht, ja, geil. Also da muss man gar nicht so viel bremsen, den musst du einfach nur schön in die Kurve reinwerfen. Absolut geil, das Banking der Kurven, also die Neigung, die unterscheidet sich ein bisschen sowohl zu ACC als auch zu R3E. Diese Abkürzungen machen mich fertig. Sowas hier macht die KI halt super. Der ist jetzt nicht reingezogen, der hat nicht zugemacht, der hat nicht so getan, als würde er mich nicht sehen, sondern der ist schön in seiner Spur geblieben. Und das ist eine Sache, die machen die anderen nicht so geil. Also da kannst du fahren, was du willst. Dieses KI-Verhalten in R-Faktor 2 ist einfach grandios. Voll rum. Uiuiuiuiui. Kurz die Bremse angetippt, kommt er direkt mit dem Heck. Aber lässt sich sehr schön wieder einfangen. Der gleitet dir nicht sofort weg wie in den anderen Simulationen. Sehr angenehm. Fühlt sich am ehesten, und jetzt Achtung, wie iRacing an, vom Reifenverhalten her. Am Sonntag jetzt kommt iRacing zum ersten Mal, und ich muss sagen, es ist von der Fahrphysik her recht ähnlich. Jetzt wird's bewölkt, das ist super geil. Also wirklich krass, wie das komplette Licht sofort sich verändert. So, wir haben jetzt noch eine Minute, wurde gerade angezeigt. Müssen wir noch schaffen. Ne, das war's. Ne, eine fahren wir noch, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
müsste jetzt die letzte Runde sein. Na, mal gucken, vielleicht kriegen wir die Corvette noch. Vielleicht mache ich aber auch wieder das, was ich immer mache. Blödsinn in der letzten Runde. Fuß vom Gas nimmst, wie der eindreht. Ja, die Traktionskontrolle beschützt mich, bremst mich aber gleichzeitig auch raus. Geil. Ich trau mich einfach nicht voll. Geil, Freunde. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Interessant, wie schnell die Outlap fahren. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, wir schauen mal ins Replay rein. Es ist auf jeden Fall laut. Wir gucken mal hier so Hälfte des Rennens. Wir haben grandiose 21 Frames. Jetzt haben wir 93. Sehr schön. Interessanterweise sehr ähnliche Kameraperspektiven. So, jetzt kommt das gewagte Überholmanöver. Ja, R-Faktor 2 ist schon sehr geil. KI geil, Grafik geil, Force Feedback geil, 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 geil. Gefällt mir sehr gut, Freunde. Gefällt mir sehr gut. Wie komme ich jetzt hier? Achso, hier drücken und dann sind wir eigentlich durch. Was ist denn so der erste gefahren? Eine 1.48.751. Und was bin ich gefahren? Ich weiß ja nicht, auf welchen Platz ich überhaupt gefahren bin. Herr Löblich, 15. Eine 1.48.457. Ich habe tatsächlich die schnellste Runde gefahren. Kann man das hier sortieren nach Rundenzeit? Nee, leider nicht. Ja, geil. Das war doch sehr nice, muss ich sagen. Sehr nice, wie man heutzutage so schön sagt. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr wisst Bescheid, ihr haut mir in die Kommentare, was ihr gerne für ein Auto und für eine Strecke sehen wollt. Ihr könnt mir auch gerne tolle Workshop-Inhalte nennen. Download-Content ist momentan leider eher, geht so. Wenn die Leute, Mokbar 09, grüße dich. Kommst ein bisschen spät, musst du wohl zurückspulen. Wenn die Leute aber natürlich hier fleißig weiter reinhauen und die Schiffshupe benutzen, dann
werde ich mir auch mal so ein paar DLCs besorgen können. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich benutze die falsche Maus. Ich kann an dieser Stelle, wie immer, nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dieser Runde, Herr Löblich, am Steuer heute mit dem großartigen, dem R, dem Faktor, dem 2 und dem Aston Martin Vantage GT3 auf Watkins Glen. Kleines Vergleichsrennen zu kommenden Dienstag. Race Room Bentley Continental GT3 Watkins Glen. Und letztens Assetto Corsa Competizione Challengers Pack Watkins Glen. Ich finde, ich bin langsam aber sicher für den Wunsch bereit, diese Strecke bei Nachtsturm und Regen zu fahren. Meine lieben Zuschauerinnen, ich halte an dieser Stelle wie immer meinen großartigen, meinen Schwanz ins Bild und sage liken, abonnieren, kommentieren und wer Bock hat auf eine persönliche Benachrichtigung von mir bei Videos und Livestreams, der drückt mir schön das Glöckchen. Oh, Mokba 09 hat nicht die Schiffshupe benutzt, sondern... Warum kommt hier kein Geräusch? Ist auch fast ein Schiffshorn, lieber Mokba. Ist auch fast ein Schiffshorn. Und ich muss mal sagen, ganz ehrlich, mit den 11,99 kann ich mir jetzt auch mal hier so ein DLC für R-Faktor 2 besorgen. Wer mich unterstützen möchte, macht das, was der liebe Mokba gerade gemacht hat. Der haut rein 11,99 per Superchat oder... Wird Kanalmitglied, Level 2 und so. Ach, wisst ihr alles. Wisst ihr, ich da am Anfang alles gesagt. PayPal-Spende, Spender erscheinen da, frische Fans erscheinen da, die neuesten Abonnenten. Wer hier, habt ihr gerade mitgekriegt, wer hier schön während des Streams macht, der macht hier drüben Hup-Hup. Und eigentlich sollte da unten jetzt der Mockbar zu sehen sein, weil die 11,99 sind der mit Abstand größte... Super Chat, ich aktualisiere hier mal den Cash, mal gucken, ob dann da unten der Mockbar zu sehen ist. Jetzt ist er da unten zu sehen, 11,99, krass, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich mache jetzt hier Schluss mit dem Video, sage an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, tschüss mit ist, ciao mit out, tschüss mit io, bis zum nächsten Mal, euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Und für die Kanalmitglieder Level 3 im Livestream geht es jetzt weiter mit der nächsten Aufnahme, R-Faktor 2, die für alle Nicht-Kanalmitglieder Level 3 nächste Woche rauskommt. Bis dahin, tschüss, euer Lieblingssimulant, Herr Löblich.